Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wie ihr schon an der Kamera sehen könnt, Mod ist wieder an. Alles funktioniert wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen einen Multi-Check-Skill hier überhaupt brauchen. Bestimmt. Ich wette, man kann nur eines von den beiden haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist irgendwie doppelt. Extra wahrscheinlich. Vermute ich mal, weil hier wurde wahrscheinlich das extra so gemacht. Außer vielleicht das hier. Keine Ahnung. Wir werden es noch sehen. Aber der wichtigste Skill ist auf jeden Fall die Kamera, FOV und alles Mögliche. Genau. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal den ersten Außenposten einzunehmen. Aber vielleicht vorher erstmal den hier killen. Wo ist der überhaupt? Da unten. Nee, irgendwo dahin. Weg mit dem. Das ist ein Heiltrank, den brauche ich nicht. Wo ist der eine? Da unten. Ach, der ist schon tot. Jetzt haben wir ein Problem. Nämlich. Da vorne stehen an dem scheiß Tresen welche. Hör auf zu sliden, ich lass nicht mal die Shift-Taste los. Meinst du ein Ork? Weg mit dir. Okay, wir können über ihn springen. Aber er macht viel mehr Schaden. Viel, viel mehr Schaden. Ihr seht, wie schnell er ihn killt mit Nahkampfangriff. Nicht so wie Talion 10 Jahre draufhauen, außer du hast endlich Prestigepunkte. Und selbst dann ist so, so lala. Das fand ich immer schon ein bisschen komisch. Verwirrungsbomben. Oh, hell na. Okay, ich verstehe, warum man den Dings benutzen muss. Sonst braucht man 10 Jahre zum Klettern. Merken. Immer benutzen. Ganz genau. Gut, dann rüsten wir kurz mal das neue Upgrade aus. Wo haben wir denn hier das Ding gefunden überhaupt? Da ist was. Das haben wir schon. Verwirrungsbomben. Hä? Wo ist das denn hin? Dann halt nicht. Scheiß drauf. Tososhi Sadan. Junge, klingt voll japanisch. Tososhi. Dann. Was hast du denn für Strengths? Beschusssicher. Okay, scheiß auf Armbrust. Giftpest. Entzündet durch einfach alles. Fuck. Meisterschütze. Kraftschuss. Schnellschuss. Scharfschützenschuss. Oh, nee. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Ich habe halt nicht mehr diese starken Fähigkeiten wie beim anderen. Boah. Probieren geht übers Studieren, ne? Wenn zu viel, verpissen. Langeweile ist so tödlich wie eine Klinge. Wenn ihr also unruhig werdet, tja, keine Ahnung, könnt ihr euch ja vergnügen, indem ihr euch abmuckst. Hm. Okay. Mehrere Ziele verfügbar. Okay, man kann immer X drücken. Das ist auch gut zu wissen. Okay, aber nur mit Shift. Besiege die Kommandanten des Außenpostens. Nimm den Siegpunkt ein. Ach du Scheiße, okay. Da hinten ist ein Weißer. Den hole ich mir. Verbindungseinheit. Na komm, lade. Nicht lenken. So. Zwergische Verbindungsarbeit. Fokus plus 25. Du, ganz ehrlich, ich nehme jetzt einfach jeden Müll, den ich kriegen kann. Ich weiß immer noch nicht, wo die Bomben hin sind, aber gut, scheiß drauf. Oh, da hinten sind drei Weiße. Muss aber aufpassen. Oh, sind das viele. Oh, sind das viele. Nein! Nicht so! Oh bitte, kletter einfach hoch. Bitte kletter einfach hoch. C. Muss mehr Zehen nutzen. Muss mehr Zehen nutzen. Und drauf da.
Oh oh. Oh oh. Habt ihr den Wurm gehört? Nein, er ist mein. Das beweis ich dir. Kampfbefehle. Wenn du einen Leibwächter herbeigerufen hast, drücke 1, 3 oder 2, um ihm Befehle zu. Deine besondere Kampffähigkeiten zu nutzen. Unterschiedliche Söldner haben unterschiedliche Kampffähigkeiten. Aber alle müssen sich neu aufladen, nachdem du sie benutzt hast. Wofür brauchst du mich? Holy, sind das viele. Jawohl, jawohl. Damage, Damage, einfach auf da. Hör auf jetzt. Auf da. Jawohl. Ich glaube, das hat ihn verärgert. Aua, hat weh getan. Ausweichen. Das ist geil. Haha, nice. Boah, ich kann nicht gleichzeitig. Nein, noch nicht. Punkt erobert. Laut schreien, weg mit denen. Okay, war anders, als ich gedacht hatte, ey. Bisschen leichter, aber ich glaube, das war einfach nur, weil es noch gut ausgenutzt war. 1500. Also wieder einen. Setze zum Schutz des eroberten Außenpostens einen Söldner ein. Außenpostenkontrolle. Die Orks werden zurückschlagen und einen Außenposten zurückerobern, wenn du ihn nicht verteidigst. Um einen Außenposten zu verteidigen, lege einen Söldner im Armeemenü als Kommandanten fest. Ein Außenposten mit einem Söldnerkommandanten wird niemals in die Hände der Orks fallen. Niemals? Alter. Die 5 Plätze in der Mitte des Armeemenüs sind für Kommandanten der Außenposten reserviert. Angezeigt durch hier, ja genau, Außenposten-Symbol. Die Leiche des Kommandanten des Außenposten, den du gerade getötet hast, ist hier sichtbar. Um einen deiner aktuellen Söldner für die Erführung der wähle gewünschte Söldner aus, drücke 3, um ihn zu befehligen, wähle dann den Platz aus. Um einen neuen Söldner für den Söldner zu drücke 2 und dann verfügbaren, okay. Dann nehme ich einen neuen, glaube ich. Ey, lass mich da hin, bitte. Da, Söldner anheuern. Wir nehmen... Vielleicht kommen wir den hier. So. Ist sogar der ganze Name da. Gut. Genau, Quartiermeister. 100% mehr Münzen für von Söldnern getötete Feinde. Ja, das ist ein Nachteil. Unlucky. Aber ist dann so. Und ansonsten... Okay, gut, hier sind noch mehr natürlich. Deswegen geht die auch auf dem Steinboden. Und der Rest ist halt nur Müll. Das ist unser. Beirufen. Charakter, wir sind Level up gegangen. Also... Ausstattung zum Herbalisten, Meisterschützen, Verwirrungsbolzen. Was ist das noch? Mehr Platz, mehr Platz, mehr Platz, mehr Platz, mehr Platz, mehr Platz, mehr nicht. Lege einen weiteren Leibwächter fest, ruf ihn mit 1. Befehle ihn mit 1 seine Kampffähigkeit zu nutzen. Also, Platz 1, 1 Fähigkeit. Platz 2, 2 Fähigkeit. Platz 3, 3. Okay, okay, okay. Dann nehmen wir jetzt Platz 3. Baranor hat Zugriff auf viele mächtige Verbesserungen. Sobald sie freigeschaltet ist, ist seine Verbesserung immer aktiv und alle Verbesserungen bauen aufeinander auf. Du musst dich nicht zwischen ihnen entscheiden. Jetzt frage ich mich nur, what the fuck? Wieso hat man das nicht einfach so bei Talion gemacht? Weißt du, wie cool das wäre? Man hätte sogar neue Fähigkeiten bauen können, sozusagen. Boah, wenn du jetzt zum Beispiel die und die kombinierst, entsteht, keine Ahnung, Giftfeuer. So wie da steht, auf einmal so Brennen plus Gift. Oder, keine Ahnung, Frost plus Feuer ist ein Frostbrand. Das heißt, er friert ein, aber er brennt also doll richtig. Ach, Mann. Schade, dass es immer so spät so in den DLCs kommt, wo man sich wünscht bei anderen. Dafür braucht man dann einen Mod extra. Heftig. Na gut. Einen Hauptmann haben wir mehr, aber wir haben keinen Platz für ihn. Diese Orks können sich nicht mehr auf ihrer faulen Haut ausruhen. Das ist geil. Banner. Warte mal, ich muss ihn wegschicken. So, du verziehst dich. Hast du die Schnauze voll von mir, was? So würde ich es nicht ausdrücken, aber ja. So, den haben wir eingenommen. Aber geil, jetzt ist auch in der Mission drin. Das gefällt mir. Leider habe ich die Icons nicht drin, sogar wenn ich nah ranzoome. Das gefällt mir nicht so sehr. Also müssen wir die Minimap benutzen.
Links ist noch irgendetwas und rechts ist irgendwie ein anderes Symbol. Ach so, Heilung. Da oben ist auch Heilung. Da hinten ist noch ein weiße Beute, die nehme ich gleich mit. Oder nee, erstmal dahin, weil wir müssen zur Mission eh da hinten hin. Da oben ist sie. Lass mich da hoch. Geil, oder? Na komm, auf da. Ach, nee, das war das Falsche. Da unten muss ich hin. So, ein toter Ork. Das ist natürlich nachteilhaft, wenn man extra Steuerung dafür hat. Was habe ich bekommen? Gar nichts. Nicht? Schade. So, schnell hier hin. Das haben wir nämlich nicht mitgenommen. So, boah, das sind Münzen nur. Oh, das ist gut. Okay, jede Leiche hat einfach nur Münzen oder Teile. Ey, nicht auf mich schießen. Dann einmal jeden Ork untersuchen, weil wir brauchen jede Münze, die wir kriegen können. Jawohl. Auch wenn es 10 sind, wir sind schon fast bei Richtung 1500 für den zweiten Hauptmann. Und den zweiten Leibwächter. Sorry. Das war nicht mit Absicht. Gut, dann haben wir das. Dann können wir die Mission machen. Alter, wie lange die Cooldown ist für den Leibwächter. Holy. Gut, der Überfall. Gehen wir dahin. Serka will, dass ich ihn treffe. Ich sollte herausfinden, was er will. Ja, das stimmt. Gehen wir mal dahin. So, komm, rauf mit dir. So, genau, die Karawane überfallen von den Orks. Machen wir. Okay. Sag mir, Bruder, was siehst du? Orks, Wagen, noch mehr Orks. Weißt du, was ich sehe? Geld, Reichtum und genug Gefahr, um Spaß zu haben. Alles klar. Aus, als hättest du die besseren Augen. Und das bessere Aussehen, meinst du nicht? Ich vermute, das Geld, von dem du sprichst, von den Wachen, die mit den ganzen Wachen drumherum. Bald Totenwachen, keine Überlebenden. Der Oberherr darf nicht erfahren, dass wir es waren. Er bezahlt uns immerhin für ihren Schutz. Ihr arbeitet für die Orks? Hör mal, in meinem Gewerbe kann man sich nicht aussuchen, wo das Geld herkommt. Außerdem, wenn du die Festung einnehmen willst, brauchst du meine Männer. Und wenn du sie brauchst, brauchst du Geld. Ich wollte sagen, Geld ist Geld, Junge. Mir, Bruder. Ich gebe die Familie noch was. Geil, 1% gib ihm. Wie großzügig. Oder es ist sogar teurer. Das ist kein Rabatt. Scam. Alter, Ausschau nach Werwürmern. Sie werden von Grog angelockt. Aha, wusste ich nicht. Werwürmer sind gefährliche Kreaturen, die in der Wüste von Niflheim leben. Sollte sich irgendjemand oder irgendetwas in der Nähe eines Werwurmhügels begeben, beginnt der Sand zu zittern. Schieße auf den Hügeln. Warte mal, schieße auf den Hügeln, um einen Werwurm dazu zu bringen, die am nächsten Kreatur zu verschlingen. Werwürmer greifen auch an, wenn Grog auf dem Sand geschüttelt wird. Um Grog zu vergießen, zerschlage Grog fester mit Linksklick. Schieße auf den Hügel, um einen Werwurm dazu zu bringen, die am nächsten Kreatur zu verschlingen. Welche Hügel? Alter. Alles klar, ich bin hier. Jetzt die Frage. Okay, so geht nicht. Was hat er überhaupt für eine Fähigkeit, Junge? Ich überlege die ganze Zeit, was kann der überhaupt, ey? Und ich habe null Ahnung, was er kann. So, was ist deine Fähigkeit? Die Nummer 2. Kann den Befehl erhalten, einen Bannenträger zu rufen, der nahe Verbündete inspiriert. Genau, den brauche ich. Wenn der Fight anfängt, ruf ihn mal. Ah, da sind die Hügel, ich sehe sie. Ruf ihn.
Ich zeige euch, mit wem ihr es zu tun habt. Einfach geil. Oh, lol. Weg mit dir. Sammle Münzen, lieb ihn, Junge. Diese Münze ist aus Minas Ithil. Aha. Wo willst du hin? Hm? Schalte nahende Feinde aus. Noch mehr davon. Nehme ich mit. Können die befreien. Will die befreien? Oh. Schade. Töte Orks mit Werwürmern. Ah, ich wusste, dass es dafür gedacht ist. Och, Mann. Mehr Raubgut aus der Stadt. Jetzt ist er frei. Wie? Ruhig dich, ganz ruhig. All ihre Vorräte kommen durch diese Schlucht. Seht, der Tag! So. Weg mit dir. Schalte nahe, ja, das habe ich. Ich würde gerne aber noch mit dem Werwurm. Irgendwie hat der Werwurm nicht geschafft, ihn zu killen. Mann, ist er Trash. Deswegen scheiße ich auch drauf. Ich sehe nur ein paar Münzen, nichts Besonderes. Das sind nur Münzen aus Gondor. Und jetzt Münzen der Ostlinge. Bringen wir die Wagen zurück zur Oase. Heute ist Zahltag. Die Karawanen müssen aufhören. Du und deine Jungs, ihr müsst den ganzen Grog wegmachen, bevor noch Werwürmer auftauchen. Und verschüttet nicht noch mehr, sonst lockt ihr den Rumpler an. Den Rumpler? Das klingt doch gut. Ich sollte etwas Grog verschütten. Was zum Fick ist der Rumpler? Ist dir aufgefallen, wie schnell der Sand trocknet, wenn man drauf gepisst hat? Ist dir was? Wie nervtötend du bist? Ey, das ist so geil, ey. Hast du schon gemerkt, ne? So, Junge, ey, was ist falsch mit dir? Oh, ich hab ihn explodieren lassen. Das hätten wir. Weg hier. Come on. Sorry. Noch ein bisschen. Keine mehr. Oh Gott. Jawohl. Jawohl. Alter. Erinnert mich ein bisschen an Mass Effect 1, wo man die Planeten erkundet und auf einem Planeten war so ein heftiger Wurm, warum das die ganze Einheit gefehlt hat. Oh, oh, weg da. Nee, 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 nee. Ich kann ja die Muni ändern. Warte mal. Das war auch die falsche Muni. Oh. Ah, hat er geschafft. Ja, easy. Ist ein bisschen Bastard, muss ich echt zugeben. Also der Wurm. Lucky. Und nervig. Shit. Muss ich verschütten. Und noch etwas Grog. Oh, weg, weg, weg. Das dürfte genügen.
schnell weg hier. Nein! Ich sterbe! Schnell! Mein Freund, du musst weg. Dafür. Nein, nein, keine Fähigkeit. Weg, 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 weg. Vor den Söhnen des Untergangs. Weg mit dir. Du sollst leben. Boah, so schnell war er verblüht durch Feuer. Ah. Big Mike, ich sehe schon. Yep. Das sah schon sehr nach einem... Ihr wisst, was ich meine, ne? Und nochmal doppelt schön in Großaufnahme, genau. Alles klar. Was hast du getan? Die Nachschublinie des Gegners abgeschnitten. Das war auch meine Nachschublinie! Das Geld muss weiterfließen. Siehst du die Männer da drüben? Das sind keine Soldaten. Ihre Treue ist gekauft. Und wenn sie nicht bezahlt werden, gehorchen ihre Klingen mir nicht mehr. Das sind Marodeur-Orks. Wenn wir ihre Festung einnehmen, kriegst du die Hälfte der Beute. Mit dem Rest bezahle ich dich und deine Männer für alles, was noch kommen mag. Na schön. Weißt du, Geld ist das eine. Die Festung das andere. Hm. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Ja, Krise hier. Man kann halt beide Seiten verstehen, aber die eine ist natürlich mehr die richtige, ne? Aber der andere ist halt natürlich ein Anführer von Söldnern, da muss man aufpassen. Verändere die Landschaft von Liflat. Lol. Freigeschaltet, sammeln. Feinde zu töten füllt eine Kommandoleiste. Wenn du deine Kommandoleiste voll ist, drücke 5, um alle nahen Verbündeten zu sammeln. Dies heilt und entzündet deine Söldner und frischt alle besonderen Kampffähigkeiten auf. Alle Leibwächter, die du bisher nicht herbeigerufen hast, werden gerufen, auch wenn ihre Ablenkzeit noch nicht vollständig zugesetzt ist. Heißt, erst rufen, alle Fähigkeiten spammen. Im Notfall, wenn du siehst, oh fuck, wir verlieren, 5 drücken, alle Fähigkeiten refreshed, sie werden geheilt, die sind entzündet, machen mehr Damage, können nicht sozusagen mehr... Ja, gecancelt werden, außer es ist wirklich so ein heftiger Angriff. Und dann ballern die richtig los und dann kannst du nochmal die Fähigkeiten spammen. Fehlt nur noch ein Plan. Alles klar. Das war die erste Mission. Wo ist die zweite Mission, wenn die überhaupt schon da ist? Da ist sie. Varano und Serka dringen in die Festung von Shindraim ein, und um ihre Hierarchie zu enthüllen. Okay, also auskundschaften. Das machen wir noch nicht. Wir gehen erstmal die nächste... Oder, ja, den nächsten Außenposten einnehmen. Nehmen wir mal den hier. Ich merke schon, dass man auch ein bisschen sparen muss, weil... Für die besseren... Ja, Belohnungen. Wie teuer sind eigentlich diese ganz teuren? Weil ich würde gerne warten, bis ich diese Münzen auf 100% baller. Armee. Also, die kosten noch 1500, ne? Das ist ja schon teuer. 3000. 6000! Ho! Okay. Scheiß die Wand an, Junge, aber wäre richtig dick. Fuck. Okay, dieses Aufrüsten mag ich nicht. Ich will einen Befehl haben, der richtig useful ist, deswegen mag ich sowas nicht. Klar, es ist heftig, weil du kannst bam, bam, bam machen, nachfüllen und wieder bam, bam, bam. Damit kannst du richtig DPSen, aber, weiß ich nicht. Verursacht erhöhten Schaden, wenn Gesundheit über 75% liegt. Feinde, die von diesen Söldnern getötet werden, können Stahlgeschosse fallen lassen. Flammende Waffe. Naja, geht so. Bestienzähmer. Haben wir einen besseren? War da, sind Quartiermeister alle gleich von dieser Fähigkeit? Warte, ich guck mal kurz nach. Lieferant. So, gucken wir uns nochmal so einen billigen Quartiermeister an. Ja, die sind alle Lieferanten. Okay, Quartiermeister gefallen mir nicht. Die werden auf jeden Fall als Söldner aufgestellt. Wen haben wir denn noch sonst? Ein Wächter. Was hat Wächter für eine Fähigkeit? Banner. Den Banner finde ich gut. Was haben wir sonst noch? Kampfmeister. Kannst du bitte hier aufgehen? Rauchmann. Kann ich wieder... Wenn betäubten... Also Feinde betäubten Bauern was verstecken, kann Schleichangriff auswählen. Das kann broken sein gegen, gegen einen Hauptmann. Sehr, sehr stark. Also Kampfmeister. Wächter. Was gibt's noch?
Mehr gibt's nicht, ne? Untergangswächter. Das ist einfach nur eine andere Art. Kriegsschrei. Kostet ihn aber Gesundheit. Ja, das ist scheiße. Heilt mich und andere, aber ihn dadurch natürlich schlechter. Wenn er eine Fähigkeit hätte, sich selber zu heilen, ist das sogar sehr, sehr gut. Ansonsten ist das andere besser. Also immer Kampfmeister und Wächter holen. Immer die zwei. Bei dir zu sein. Und ansonsten ist es egal welchen. Angeheuert. Gibt's echt nur bestimmte? The fuck? Ich frag mich, wenn er stirbt, was dann? Ist er dann weg oder was? Alles klar. Ja, dann müssen wir erstmal Billo anfangen. Schade. Ich dachte, ich könnte sparen, aber nee, geht nicht. Gut, gehen wir einnehmen. Wir gehen auf diese Festung hier. Dann wollen wir mal. Können wir da hoch? Weiß. Komm, komm, komm. Sprinte, du Stück Scheiße. Weg mit dem. Und? Enges Getriebe. Erneut? Kann ich doppelt ballern? LOL. Es deckt sich. LOL, das heißt, willst du mir sagen, ich kann das oder ins Unendliche stacken oder wahrscheinlich gibt es so ein Limit von, keine Ahnung, 3, 5 oder 10. Und wenn es unendlich geht, holy moly, dann ist busted. Aber richtig. So, komm mal, sprinte, mein Freund. Ne, falsche Taste. Die Taste habe ich auch noch nicht probiert, die E-Taste. Oh, Double Jump ist halt nicht mehr da. Nice one. Oh, ja, ja, warte mal. Den grünen, den will ich haben. Ganz leise. Weil ich will den Hauptmann, der für das hier zuständig ist, einmal auskundschaften. Da ist er. Besonders anfällig für Fernkampf. Leichtes Ziel, Bestienfutter. Furcht vor Feuer habe ich leider nicht. Er leidet Schaden durch Schleichen, Feuer, Hinrichtung. Sehr schön. Gefolge von Wilden. Ekelhaft. Kann natürlich seine Fähigkeiten. Giftfest, Immunfest. Okay. Gut, und rein da. Wäre ein guter Abschluss, wenn wir den schaffen, ey. Da haben wir schon 2 von 5 Außenposten. Waren, glaube ich, 5, ne? 5 oder 6? Was soll ich nur mit euch? Verflucht! Hilft ja nichts! Also müsst ihr mir genügen! Mehrere Ziele. Oh, hier ist einer. Shit. Lorm von den Schurken. Wird nicht vorgelesen. Cool. Auch anders mal. Furcht vor Hinrichtung. Eine Hinrichtung und er hat Angst und einfach nur draufhauen auf die Fresse. Okay. Das müssen wir uns zunutze machen. Sonst haben wir niemanden hier, ne? Nee. Okay, wie gehen wir vor? Problem ist, wenn der Alarm an ist, ist vorbei. Nein. Komm on, wer sieht mich denn jetzt auf einmal? Oh, explodierendes Gebräu. Wo habe ich das denn her? Was habe ich hier? Ein Dolch. Warte, kann ich das ersetzen? Feinde, die durch Terrorisieren getötet werden, erschaffen eine giftige Explosion. Oh, nämlich. Legendary. Okay, Legendary ist wahrscheinlich One-Time, weil es einen starken Effekt hat. Und andere stacken sich. Nimm 5% weniger Schaden. Gerne. Okay. Dann. Gehen wir weiter vor. Nee, hier kommen wir nicht gut hin. Wir müssen komplett einmal rum. Oh, ist das geil. Das ist richtig geil. Ja. So kommt man schneller durch. Hat Angst vor Feuer, ich sehe es. Okay, schleichen, schießen und dann auf die Fresse. Weg mit dir. Und wieder weg.
ein Schlappschaum! Ich werde nicht gern erstochen! Erst recht nicht, wenn ich's nicht kommen sehe! Na klar, kann ich verstehen. Schildsturm. Halte links gedrückt und lass für einen Schildsturm nach vorne, so dass Feinde niederstößt und ihnen Schaden zufügt. Nein, danke. Jawohl. Scheißegal. Einfach drauf hauen. Aua. Jetzt gibt's auch die Fresse. Come on, come on, come on. Oh, fuck, Junge, er hat sie erholt. Und wieder jumpen. Und wieder ausweichen. Jawohl, wunderschön. So, jetzt müsst ihr auch Angst bekommen, oder nicht? Ah ne, wir haben noch nicht eingenommen. Oh, hell no. Die Macht des dunklen Herrschers strömt durch meine Waffe. Und in Kürze ebenfalls durch dich. Ein Scheiß wird es. Einmal hinrichten. Ich hab keine mehr. Nein. So, jetzt bist du benommen. Piss dich jetzt. Einnehmen, einnehmen. Weg. Wir müssen sammeln. Guter Schaden. Oh, wie Schaden! Weg mit dir. Benommen. Ach, die Fresse. Piss dich jetzt! Ja, piss dich jetzt! Oh, oh. Oh, oh, das tut weh. Come on. Lass mich da durch. Halt. Heiltrank. Voll. Jawoll. Auch Level Up von ihm. Nice. Der ist schon Level 28. Jawoll, jetzt ist das unser. Puh, holy shit. Nice. Ich glaube, langsam erlange ich ihre Aufmerksamkeit. Das ist doch gut. Also, indirekt. Gut, was haben wir hier bekommen? Permanente Fähigkeit sammeln. Habe ich wohl vergessen. Mein Gott. Das Nutzen von Sammeln füllt auch deine Gesundheit vollständig auf. Das Nutzen von Sammeln füllt auch deine Macht vollständig auf. Füllt auch deine Stahlgeschosse auf. Okay, einfach alles auffüllen, Junge. Gib ihm. Ja, du, dann nehme ich noch einen Leibwächter. Bringt eigentlich gar nichts, weil ich muss sowieso gerade den einen abgeben. Ich habe, glaube ich, doch, ich habe genug für zwei. Aber selbst wenn, ich habe ja jetzt schon einen Platz, das heißt, ich kaufe einen für die Verteidigung hier und dann nehme ich noch einen. Deswegen ist es sogar schlauer, lieber das zu nehmen. Ja, nehmen wir... Ah, oder behalten wir erstmal noch? Was kriegen wir hier überhaupt? Nice. Wow. Also kurz gesagt, man hat sozusagen den Mod, den ich habe, womit man Uruks freischalten kann, diese Info, in diesem DLC mit eingepackt. Wow. Also jeden Mod, den man hat, hat man sozusagen aus den DLCs mit reingeschlichen in die Main Story, wenn man die Mods benutzt. Auch interessant. Gefühlt das meiste ist aus diesem DLC. Fast alles. What the fuck? Okay. Ja, nehmen wir erstmal Gesundheit. Oh, ich habe noch einen. Lul. Ja, jetzt nehmen wir noch den Zorn oder Macht mit. Perfekt. What the fuck? Wieso haben die das einfach nicht überall so gemacht? Ich verstehe es nicht. Also, was haben wir noch? Klinge mit Widerhang, Schleichschaden. Oder es gibt noch eine Möglichkeit. Es gibt nur 8 überhaupt Möglichkeiten, seine Klinge zu verbessern. Und die sind auch fest. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, 10 Stück hast und du musst dich entscheiden zwischen denen.
Aber das wissen wir noch nicht. Deswegen mal gucken. So. Das haben wir. Und wir haben noch kein Legendary Set. Ich weiß nicht, ob sowas gibt, ey. Also bis jetzt ist dieses DLC sehr viel interessanter als das von Eltariel. Bei Eltariel fand ich am besten natürlich ihre Sicht, klar. Neue Kampfstile und alles, aber das Beste war Talion. Ganz ehrlich, Talion war im DLC mit dabei, das war's. Mehr eigentlich nicht. Hier ist sehr eigen und das gefällt mir auch. Hey, ganz ruhig, Junge. Als wenn er gerade irgendwie Ranked gewonnen hat. Ganz ruhig. Holy shit. Junge, der ist richtig wütend. Zwergischer Wettstein. Nahkampfschaden plus 7. 7 nur? Oh. Naja, besser als nichts. Gut, Schaden geht drauf. Das ist schön. Dann, wir müssen den hier verteidigen. Also, zur Armee. Posten einnehmen, Söldner anheuern. Wir nehmen irgendeinen Quartiermeister. Wir haben zwei Quartiermeister. Okay, welcher? Galar, der erste. Hier ist noch einer mit Schild. Komm, nehmen wir den einfach, glaube ich. Oder hat er einen geilen Skill? Wir müssen gucken, welcher beschissener ist. Also, was kannst du mir bringen? Oh, er hat sogar zwei Befehle. Das ist geil. Mit Schleichen und mit Normal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob meine auch sowas hat. Ich gucke gleich nochmal nach. Benommen und Fuß getötet. Okay, er kann also einmal töten. Und er kann uns Giftgeschosse ausrüsten. Okay. Oder Stahlgeschosse oder Giftgeschosse, richtig. Na egal. Wiederbeleber. Er kann also uns sogar wiederbeleben vielleicht. Das wäre geil. Fallensteller. Gefällt mir. Er leidet aber durch alles gefühlt Schaden. Gehen wir weiter. Was hast du für ein Kriegsschrei? Verhöhnen. Okay, also zwingen ihn abzulenken und ihn Damage zu machen und er heilt dich. Ein bisschen schlechter Wächter, weil er hat keinen Gegenhealing. Weil eigentlich müsste er hier haben, keine Ahnung, Entschlossenheit, dass er sich heilt während des Kampfes. Deswegen ist der eigentlich sogar richtig trash. Was hat der hier? Kampfbefehl, verstörender Auftrag. Okay. Dasselbe wie der andere. Gefolge von Schildträgern. Oh, den brauche ich als mein Typi. Aber er hat panische Angst vor Giftfeuer. Flieht beim Versengen mit Giftfeuer. Scheiße, müssen wir aufpassen. Okay, pass auf. Dann nehmen wir den hier, weil er trash ist. Leider. So, Yassif. Kontrollier mal, ne? So, was kriegen wir durch Yassif jetzt? Siegpunkte werden schneller eingenommen. Nice. 100% mehr Münzen durch Söldner. Das ist auch geil. Dann nehmen wir jetzt noch selber einen. Die Frage ist natürlich, ich überlege gerade, behalte ich nicht den lieber? Und dann kann ich schneller die billigen auf die Posten setzen. Aber man muss natürlich auch so denken, ne? Wir haben, glaube ich, 5 Posten. Das heißt, man müsste diese 5 legendären theoretisch auf die Dinger setzen, wenn man unbedingt diesen Punkt will. Und dann muss man hoffen, dass man auch die davorigen bekommt. Wenn nicht, man bekommt nur den ausgewählten, muss man natürlich auch so denken, will ich, wenn es einen guten gibt, alles haben, dann natürlich. Aber wenn es einen gibt, wo zum Beispiel du zwischen 3 wählen musst, musst du natürlich gucken, welchen du nimmst, ne? Aber gut, ja, fürs Erste nehmen wir mal den hier. So, töte irgendeinen. Der Schleuderer. Lagan hat erstmal 3 Level über einen jemanden gekillt. Sehr schön. Du stehst jetzt hier sogar. Geilo. Leibwächter. Auf die 3. Sehr schön. Gut, da haben wir schon mal ein Upgrade. Na wenigstens. So. Manche Menschen stellen alles im Leben in Frage. Ja, das tun sie wirklich. Yep, danke schön. Oh, Healing. Gib mal her. Das wollen wir mitnehmen. Und wir nehmen noch die Info mit, bevor wir den Part beenden. So, hier ist es schon. Und dann machen wir natürlich, genau, der ist in der Nähe, Information. Anfällig für Schleichen, sehr gut, da kriegt er ordentlich Damage. Viele sind gegen Feuer anfällig. Na gut. Vorräte, ui, dankeschön. Na gut, Leute, falls euch der Part gefallen hat, ne, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.